Abend, ich weiß nicht, ob wir raus können. Verhalte dich wie ein braver Schüler. Okay, wir schauen mal ganz kurz. Ja, okay. Wir müssen mal chillen. I'm a Shapeshifter. Wir gehen wieder trainieren. Obwohl, was? Ach so, stimmt, ja, wir sind hier aus dem Mementos gekommen. Okay. Jo, wir machen heute mehrere Dietriche. Ja, zwei Dietriche herstellen. Huch. Einen Moment. So. Nice, zwei Dietriche. Kling, klang, kling, klang. Yes. Yeah. Nice. Woi, können gleich anständig. Alright. Also gut, ab ins Bett. Morgana, Alter. Fuck you. Don't tell me what to do. Oh, Mishima. Hey, ich hab's im Forum gesehen. Gute Arbeit mit dem Stalker. Meine Phantom-Efficionado-Website ist praktisch, oder? Wovon redest du? Schon okay, du musst es nicht sagen. Tief in meinem Herzen weiß ich es auch. So. Jedenfalls bin ich gerade in Shibuya. Es wäre toll, wenn wir über deine Zukunft reden könnten. Ich warte im Diner im Shibuya. Komm jederzeit vorbei. What is he up to? I don't know. Of things, man. You know, with the special activities. Oops. Sorry about that. I haven't been getting a lot of sleep lately. I've been staying up managing the fan site all night. Every night. I think it's called PR. Yeah. Fan site? The Phantom Thieves Aficionado website. Fan site for short. You need a catchy name if you want people to notice you. This is all a bit of P-Thieves propaganda. Basically, there's no point to taking down bad guys if nobody's gonna know about it. That's why I've started a blog for posts from people you guys saved, while filtering out the haters. We need the Phantom Thieves to be seen in the proper light if we want to make the name popular, right? Gute Arbeit. Really? Just hearing you say that makes my all-nighters worth it. So, actually, I really want to know how you punish people. Don't worry, I'm not gonna ask. It wouldn't be any fun if you just up and told me. Ah, ich weiß, ob ich das hier sagen will. After all, the Phantom Thieves have a reputation for being secretive. Nee, lieber nicht. I wish I could be more like you guys somehow. Der Arme. But I'll still be here to draw attention to the stuff you do. You can leave that part to me. Okay. I'm gonna use my fan site to promote the Phantom Thieves and weed out any negative comments. Oh. Your popularity is gonna be at my mercy. Or, my fingertips. It's like I'll be your strategic image management representative. So to... Klingt cool. I knew you'd understand. Anyway, I'm gonna do everything I can to make sure that title's more than just for show. Ziemlich müde. I've gotta say though, managing the Phantom Thieves' reputation is tiring work. Ja, definitiv. The forum gets all sorts of weird posts. Including tons of things unrelated to reforming society. It'd defeat the purpose of the site if the truth of the Phantom Thieves was buried among all that garbage. Oh, but you don't need to worry. I'll sort through all the trash. Speaking of which, I've actually already found some worthwhile info about our very own school. Our quest to boost your popularity can start close to home.
Wir können in unserer, in unserem eigenen Vorgarten. Oh, okay. I'll give him my all. Nice. Mishima wirkt motiviert. Komm, geben wir ihm mal die Chance. Der Arme will auch nützlich sein. Alright. Alright. Nice. Mishima wird dir jetzt Informationen über Ziele in Mementos geben. Trifft dich nach dem Sinneswandel eines Ziels mit Mishima, um euer Vertrauen zu vertiefen. Er wird dir mehr Infos zu neuen Zielen geben. I might be overworking myself, though. Ja, tust du. Ziemlich müde. Man, I'm exhausted. I think I'd fall asleep on the spot if I weren't talking to you. I should head home. Solltest du lieber. See you later. Jo. Oh, Amamiya, hör dir das an. Ich war vorhin auf der Fanseite und habe einen Haufen Hasskommentare über die Phantomliebe gelesen. Ich bin so wütend, dass ich nicht mal mehr müde bin. Ich könnte sogar die ganze, die Nacht durchmachen und zurückschlagen. Gute Arbeit, Image Manager. Gute Arbeit, Image Manager. Komm, wir motivieren ihn ein bisschen. Es heißt strategischer Image Manager. Der Titel ist wichtig. Präg ihn dir vollständig ein, okay? Tja, ich werde arbeiten bis zum Unfallen. Du wirst schon sehen. Komm. Also, die Pflicht ruft. Ich mache mich lieber für die Schlacht um die Fernzeit bereit. Zeit für eine wilde Nacht Modding und Sperren. Ja. Gönnen wir ihm das. Ah. Hey. Die Zwischenprüfungen stehen an, oder? Du sollst lieber lernen. Was ist mit dem Diner in Shibuya, von dem ich schon erzählt habe? Da kann man vielleicht gut lernen. Du darfst nachts rausgehen, also genieße die Gegend. Warte einen Moment. So. Huch, erstmal wieder zurück haben. So. Das erinnert mich daran. Heute läuft. Ja, nee, fuck auf das Home-Shopping-Ding. Aber ich könnte mit dem Boy hier. Mal gucken. Na, noch nicht. Maybe next time. Next time then. Jungen Station. Welchen Shibuya? Ach ja, stimmt. Im Arcade ist ja, glaube ich, Ryuji. Nein, was? Ach nee, das ist. Stimmt, das ist. Ne? Das ist. Iwai. So. Hier trifft man meistens eigentlich immer an, aber die scheint noch nicht hier zu sein. Nee. Nee, abbrechen. Kalender, Kalender, Kalender. Tagesjob, Nachtjob. Nee, Nachtjobs haben wir noch nicht. Heute wieder Clash. Na, nee, nee, nee. Heute kein Clash. In der Zukunft auch nicht. Shibuya Station. Nee. Wo warst du nochmal? Da. Ja, warum bloß? Warum bloß? Woran hat's gelegen? Ja, da wir jetzt nachts rausgehen können, können wir auch mal gucken, best work. Ob wir eine Arbeit finden, die auch nachts ist. Ja. Ja, bewerben. Ja, wir können jetzt abends nach Shibuya. Ruf dich, ruf doch sofort an. Ja, natürlich. Hallo, hier ist das Ore no Beko in der Central Street. Was möchtest du bestellen? Ach so, du rufst wegen der Stellanzeige an. Perfektes Timing. Wir könnten dringend jemanden gebrauchen. Ich würde quasi jeden nehmen. Es macht dir doch nichts aus, abends zu arbeiten, oder? Komm einfach vorbei, wenn du Zeit hast. Ich bin immer hier. Du findest uns ganz am Anfang der Central Street. Hoffe ich, bis bald. Ja, wir können auch direkt dahin. War doch richtig lustig gestern. Ja, nee. Leider nicht. Central Street. Ein Moment. Huch, so.
Was am Anfang? Oder am Ende? Ich hab's wieder vergessen. Erstmal können wir. Oh ne, DVDs können wir später. Ne, DVD. Die ist. Wo war's denn? Ist es das hier? Deiner, ne? Warte. Kalender. Oreno Beko. Tita, du kannst du Japanisch. Wo ist Oreno Beko? So. Ist das Oreno? Ne, Discounter. Scheiße, wo war's denn? Ich bin doof. 777, da hab ich schon den Job. Da, Oreno Beko. Gefunden. Ja. Ja, brauchen wir jetzt nicht lesen. An die Arbeit. Wir können ja ein bisschen Kohle verdienen, ne? Und unsere Social Skills verbessern. Oh Gott. Oh, du bist die neue Aushilfe, richtig? Ich habe schon auf dich gewartet. Keine Zeit für Vorstellungen. Du sollst gleich mit der Arbeit anfangen, lol. Hast du irgendwelche Fragen zum Job? Was muss ich tun? Nimm Bestellungen auf, mach sie fertig, serviere sie, rechne sie ab und räume den Laden auf. Alle Gerichte musst du einfach nur aufwärmen. Sei nur höflich zu den Kunden, okay? Sonst noch was? Aber nicht ganz. Unser Budget wurde gekürzt, obwohl wir kaum Personal haben. Du bist allein. LOL! Aber du bist jung und auf Zack, oder? Du schaffst, das schaffst du schon. Ich bezahle dich auch gut. Thanks in advance. Ja, ja. Asi. Dieser Job ist lächerlich. Du musst von Anfang an alles selbst machen. Oh, ja. Yeah. Wir haben momentan den wievielten? Wir haben Mai. Okay. So. Naja, du wirst wohl einfach dein Bestes geben müssen. Ich feuere dich an. Hey, da sind noch dreckige Teller auf dem Tisch. Voll geil, dass die Katze immer dabei. Ich find's immer geil. Oh, da ist der Politiker. Und einige Kunden warten vorne darauf, zahlen zu können. Schaffst du das? Nice work. Na schön, gute Arbeit. Deine Schicht ist vorbei, du kannst gehen. Das ist deine Bezahlung. Danke, ich hoffe, du machst weiter so. 3600 geht klar. Kein Wunder, dass du so erschöpft aussiehst. Aber du hast alles alleine hingekriegt. Wenn du mich fragst, war das ziemlich gekonnt. Nice. Komm schon, lass uns gehen. Immer noch 6,3, 6,4, oh, sogar 6,2. Shit. Wow, was soll denn die Brille? Gehst du snowboarden oder so? Die Zedern blühen anscheinend später als sonst. Klimawandel und so. Ah, diese Pollenallergie nervt so. Ich könnte nie in die Berge fahren. Meine Augen und meine Nase wären nur noch am Laufen. Klingt ja grauenhaft. Stimmt, in den Nachrichten hieß es, die Pollensaison fängt dieses Jahr später als sonst an. Die Pollenprobleme haben wohl gerade erst angefangen. Die Leute haben bald tränende Augen. Das könnte sich auf Momentus auswirken, genau wie das Wetter. Ich könnte ja jetzt schon mal probieren, ob ich ein bisschen level. Oh, die ist müde. Morning. Ja. Die ist mega genervt. Was ist los? Actually, I've been having this feeling that someone's watching me. Ach. No, it can't be. Oh, maybe I just can't shake off the feeling of infiltrating a palace. At the palace, we're always cautious of not being noticed, you know? So it has to be my imagination. Yeah. Wer weiß, wer weiß. Hey, findet ihr nicht, dass in der Schule jetzt eine andere Stimmung herrscht? Du meinst ohne Kamoshida? Ja, vorher hat nie jemand so offen über ihn geredet. Stimmt. Wäre nur toll, wenn sie uns auch irgendwie dafür danken würden. Jedenfalls hat alles ein gutes Ende genommen. Schließlich wurde Kamoshida für seine Verbrechen tatsächlich bestraft.
Das reicht mir völlig. Sehe ich auch so. Was wohl jetzt aus ihm wird? Ich meine, er ist jetzt ein berühmter Verbrecher, oder? Er muss damit leben, dass die Leute ihn hassen. Schon, aber von mir bekommt er kein Mitleid deswegen. Er hat es nicht anders verdient. Sicher. Ich will eigentlich heute ins Mementos und was probieren. Oh, jemand schreibt was. Hey, ich habe neue Infos für dich. Zuerst habe ich davon auf der Fernseite gelesen, aber dann auch in der Schule davon gehört. Jedenfalls ist da ein Typ, der sein Mobbing zu weit treibt. Ich will dem Opfer helfen, aber das ist unmöglich für mich. Die Phantomliebe werden was dagegen unternehmen. Wetten? Ich meine, ihr habt ja euch ja schon um einen Stalker gekümmert. Da sollte das ein Kinderspiel sein. Kinderspiel. Du bist der Wahnsinn. Der Mobber ist ein braunhaariger Typ, der ständig vor dem Eingang der Schule rumsteht. Soweit ich das beurteilen kann, ist sein Name Daisuke Takanashi. Ich weiß, dass du das schaffst. Oh, du hast Infos zu einem neuen Ziel. Ich weiß, dass das nur ein kleiner Fall ist, aber wird haben einen Namen und damit auch ein Ziel. Irgendwie ein komischer Satz. Nice. Wir haben neue Infos von dem Schema. Ab ins Versteck. Ich will mal gucken, ob das jetzt schon funktioniert mit dem Level. Da wir jetzt alle da sind, auf nach Mementos, okay? Wovon redest du? Müssen wir nicht für die Prüfung lernen? Keine Sorge, deswegen pfeift auf die Details. Lasst uns da reingehen und fertig. Du hast leicht reden, aber wir haben noch nicht mal ein Ziel. Das ist tatsächlich kein Problem mehr. Mishima hat da ein paar gute Infos gesammelt. Oh, perfektes Time. Lass uns genau jetzt da reingehen. Du tust wie ich alles, um nicht lernen zu müssen, oder? Überprüfe deine Infos zu einem Ziel, indem du im Versteck Anfragen anzeigen auswählst oder im Hauptmenü Anfragen aufrufst. Wenn die Infos bestätigt sind, kannst du beginnen, indem du Mementos erkunden auswählst. Mementos kann ohne Ziel erkundet werden, aber da es eine Palastinfiltration ist, wird die Zeit vergehen. Sei vorsichtig, wenn die Zeit fast abgelaufen ist. Warte, was? Mementos kann ohne Ziel erkundet werden, aber da es wird die Zeit vergehen sein. Achso, okay. Menü. Ah, ne, braucht nicht. Meeting abhalten. Scher dich jetzt nicht um den Ruf, der rumkann spielt. Ja, Konzern, ja, blablabla. Unser nächstes großes Ziel. Hoffentlich finden wir es bald. Warum hier Zeit vertreiben, wenn wir auch nach Mementos gehen können? Oh, und haben wir Infos zu Leuten, die unsere Hilfe brauchen? Falls ja, lasst uns darüber reden. Anfragen anzeigen. Erinnert ihr euch noch an den wichtigen Schritt, bevor wir ein Herz stehlen können? Na los, sag es uns. Oh, du meinst die Prangerkarte? Aber Moment, haben wir beim letzten Mal eine verschickt? Der Schatz materialisiert sich, wenn wir das Unterbewusstsein mit einer Prangerkarte verändern. So ist die Regel, wenn wir es mit einem Palast zu tun haben. Aber im Mementos können wir das Ziel einfach direkt angreifen. Moment, was? Brauchen wir keine Prangerkarte oder so? Es gibt schon etwas, das diese Rolle erfüllt. Glücklicherweise hat Mishima einen Kommentar in Forum gepostet, der die Phantomliebe ankündigt. Für ein kleines Ziel reicht diese Prangerkarte aus. Das jagt ihnen eine Zeit lang genug Angst ein. Selbst dieser Nakanohara muss Mishimas Kommentare auf der Fanseite gesehen haben. Und deshalb hat der Nav ihn auch angezeigt. Können wir wirklich etwas so Wichtiges jemand anderem überlassen? Die Begierden der Schatten im Mementos sind nichts, verglichen mit denen der Palastherren. Trotzdem müssen wir uns alle auf ein Ziel verständigen. Die Regeln gelten eben auch für kleinere Ziele. Okay, besprechen wir die Infos, die wir gesammelt haben. Die Info betrifft einen arroganten Rüpel mit braunen Haaren. Er ist ein Schüler der Shujin Academy. Diesmal geht es aber nicht nur um rüpelhaftes Verhalten, sondern um Missbrauch und Erpressung. Er ist das perfekte Ziel. Los, erledigen wir ihn. Bist du sicher, dass du nicht einfach nur nach Mementos willst? Aber wir können so einen Typen auch nicht links liegen lassen. Kein Widerspruch? Okay. Wir sind bereit, wenn du es bist. Es ist eine einzige Entscheidung. Okay, jetzt müssen wir das Ziel nur noch im Mementos vernichten. Okay. Mementos erkunden. Mal sehen, wie viele Ziele haben wir.
1 sollten wir dann mal anfangen. Gehen wir. Okay, let's go. So, ich will mal gucken, ob man jetzt gut leveln kann. Das wäre richtig geil. Weil momentan haben wir auch die Pollensaison. Im Mementos kannst du Schnellreisen nutzen. Öffne die Karte mit R1, wähle Mementos Übersicht und wähle dann dein Zielort aus. Das kannst du nur an bestimmten Orten tun, wie etwa den Eingang zu Mementos und den Bahnsteig am Ende jedes Gebiets. Ach ja, ich habe noch was für dich, bevor wir da reingehen. Nice. Das waren meine letzten. Jetzt bist du auf dich allein, auf dich selbst gestellt, okay? Hachi, Hachi. Heute fliegen wirklich besonders viele Pollen. Das wird sich bestimmt aus Mementos aufwirken. Was? Wie meinst du das? Naja, Mementos wird durch die Emotionen der Leute beeinflusst. Moment mal, also das Wetter beeinflusst die Gefühle der Leute, was wiederum Mementos beeinflusst? Nicht nur Mementos, die Schatten daran auch. Die Art der Veränderung hängt davon ab, was für ein Wetter ist. Das könnte nützlich sein. An Tagen wie mit schlechtem Wetter, wie etwa Regen, ist Mementos gefährlicher. Es besteht aber gleichzeitig die Chance, mehrere Gegenstände zu halten. Deine Gegner erhalten häufiger Verstärkung, aber manchmal sind es seltene Gegner. Außerdem sind die Gegenstände, die du finden kannst, wertvoller und es gibt mehr Truhen. Nutzt die Chancen gut. Hey. Was passiert denn, wenn viele Pollen fliehen? Ich bin nicht ganz sicher, aber die Wirkung auf Mementos hängt davon ab, wie sich die Leute fühlen. Was für einen Eindruck hattest du heute von anderen Leuten? Wenn ich darüber nachdenke, leiden Menschen in der Klasse ziemlich unter Allergien. Sie stehen richtig neben sich, die Medikamente machen sie anscheinend müde. Ich verstehe, dann könnte der Effekt in Mementos ähnlich sein. An Tagen mit viel Pollen schlafen die Schatten im Mementos manchmal zusätzlich zu den üblichen Effekten vom schlechten Wetter. Dann können wir Schatten womöglich leichter schlagen oder komplett ignorieren. Los, finden wir es heraus. Erstmal speichern. Beginnen Sie Infiltration, okay? So, ich speichere mal, weil... Oh, ich kann erstmal hier rein. Ja, ich will fusionieren. Reden, Igor. You certainly seem composed. Ja. Neue Person ist erstellt. Ah, nein, nein, nein. Ergebnisse. Ich bin Level 12. Heißt, ich könnte... Looks pretty tough. Boah, fuck my life. Sieht weird aus. Ich will nicht Ascena aufgeben. Not terrible, but not impressive. Ja. Not terrible, but not impressive ist eine ziemlich gute Beschreibung. Aber. Not terrible. Select the skills you'd like to inherit. Ja, das ist ziemlich gut. It will receive some new power. Ja. Girls, let us begin. Die Buffs sind ziemlich gut. Hier sind die auch mega wichtig. Überspringen dann. Ich, Schleim, du Hassmaske, freut mich kennenzulernen. Alright. Nice. Oh, was bist du? Ein Heslohn. Oh Gott. Na. Not bad. Magie 11. Ausdauer, Beweglichkeit 10. Aber dafür muss ich Jack Frost und will ich das? Ah, nee. Wie viel? Ich hätte 3 Skills. Was ist das? Nein. Ich würde dann sonst das. Will ich das? Not terrible, but not impressive. Was bist du? Ich werde ziemlich schwache aussortieren. Ich glaube, wir sollten erstmal warten. Ja. Ich will zurück. No slacking off. Du.
Mittendrin starten. Okay. Hey, hier waren wir doch letztens mal, oder? Ja, und wie ich es erwartet habe, ist der Pfad noch offen, sehen wir uns, ist uns an. Und wie ich gerade lese, ist wahrscheinlich der Exploit mit dem Reaper gepatcht worden. Was man auch verstehen kann, war ein bisschen broken, aber schade eigentlich. Jetzt muss man ja alles alleine leveln. Hey! Hey! That one closed-up door is finally opened. Are you the one who did this? Ja. Klar, bin ich. I knew it. Mementos filled me in on it. Okay. But thank you. I should be able to find more flowers deeper down. Well, I should get going. Good job. Ja. Schon wieder dieser Junge. Wie heißt er noch? Du meinst José, oder? Er ist so niedlich, nicht wahr? Panther, ich bin auch süß, weißt du? Wie auch immer, er sucht nach irgendwelchen Blumen und braucht unsere Hilfe, oder? Eine Belohnung ist wohl auch drin. Es wäre schön, wenn wir ihm helfen könnten, oder? Schätze schon, ich bin neugierig, was er für uns hat. Gehen wir doch zu ihm. Er sollte noch hier sein. Kein Problem, aber denkt daran, dass es riskant ist, zu lange an einem Ort zu bleiben. In Mementos lungert ein wirklich schrecklicher Schatten. Bleiben wir zu lange stehen, jagt er uns. Wovon zur Hölle redest du? Warum hast du das nicht eher gesagt? Der Reaper, genau den meinte ich auch. Ich lese mal kurz. Ja. Der Reaper ist äußerst mächtig. Du sollst ihn lieber nicht angreifen. Warte, ich guck mal was. Kurz Unterbrechung. Obwohl. Blume. There's an enemy. Be careful. Gucken wir mal, wie stark der ist. Mabufu, wir testen's. Resistenz, toll. Resistenz, toll. Nö. Aha. Sehr schön. Ich hätte zwar einen claimen können. Aber egal. Wir brauchen die XP. 54 XP, nice. Ja, stimme ich dazu. Warte, warte, komm, komm, komm. Ich will dich angreifen. Nice. Ach, egal, obwohl. Habe ich einen, der nicht so viel verbraucht? Da, ja. Ey! Ach, ich muss ein bisschen hoch scrollen. Okay. YOLO. Ach, 181. Warte, was war seine Schwäche? Okay. Wehe, der One-Hitted wieder einen. Danke. Nice. Level 12, nice. Okay. Ja.
Wind und Feuer. Übergabe an den an ihn. Dann mach ich so. So, Batonpass. Und bam. Nice. 40. Nice, Level 13. Oh, neuer Skill. Nice, AOE. Ziemlich gut. Oh, da bist du. José. Hey, good job. Huh, what you got there? That's really neat. José sieht sich Folgendes von mir an. Kristall der Wollust. Wow, this is amazing. I recognize it from my studies. I'm feeling strong human desires coming from this accessory. But it still hasn't reached its full potential. May I see it? I won't do any damage to it. I promise. Klar. I just do this, and then this. Done. Here you go, mister. Now that accessory can use its full potential. Ring der Wollust. Let me know if you find any others like it, okay? Ja. Learning about desires also teaches me more about humans. Nice. Oh. Oh, richtig, hier, bevor ich es vergesse. Stempelbuch. Weißt du noch, als ich sagte, ich denke mir ein lustiges Spiel für Mementos aus? Daran habe ich gedacht, nachdem ich in der anderen Welt die U-Bahn gesehen habe. So zeigen wir ebenfalls, dass wir nach den Blumen suchen. Für die Stempel und die Blumen gibt es unterschiedliche Belohnungen. Sammle also so viel du kannst. Beim Erkunden von Mementos findest du manchmal Stempelständer, die von José aufgestellt wurden. Du erhältst nur einen Stempel pro Stand, aber wenn du mehrere Stempel gesammelt hast, hilft José dir. Und, hast du Blumen für mich, Mister? Falls ja, lass uns tauschen. Ich habe richtig gute Sachen. Gegenstand tauschen. Was? Mementos wechseln? Zunächst einmal. Blumen tauschen. Was kann man denn hier wechseln? Ach so. Lol, nice. Okay. Wenn du Stempel sammelst, erhältst du Punkte, für die du José die Umgebungskondition ändern lassen kannst. Durch das Ändern der Kondition kannst du im Moment mehr Geld, Erfahrung oder Gegenstände sammeln. Du kannst Punkte verteilen, um zu bestimmen, welchen Effekt verstärkt wird. Nutze deine Punkte weise, um besser voranzukommen. Mit Blumen kannst du die verteilten Punkte zurücksetzen. Je mehr Punkte, desto mehr Blumen sind nötig. Um die aktuelle Kognitionsänderung zu sehen, rufe mit R1 die Hauptkarte auf. Du kannst den Status jederzeit überprüfen. Okay, ich habe ja keine Marken. Wenn ihr Blumen bringt, tausche ich sie gegen tolle Dinge ein. Ja, kannst dich eintauschen, wie viele Blumen nötig sind, hängt von dem gewünschten Gegenstand ab. Diese Blumen können nur im Moment existieren. Du verlierst die gesammelten Blumen, wenn du gehst. Okay. Und ich kann mir noch nichts leisten außer Seelentropfen. Danke. Richtig, ich wollte noch etwas den Blumen sagen, zu den Blumen sagen, die ihr sagt. Aus irgendeinem Grund können sie Mementos nicht verlassen, sie verschwinden also, ja, okay. Verschwende und nicht vergessen, einen mehr zu bringen, ja. Jo, alles super. Wir sammeln mal einige Sachen hier. Erpennt, 31, ja. Ich
Hier machen wir die Tür auf. It's a shadow. Watch out. Greifen wir mal den Schatten an, ne? Aha. Nice. Oh, ein Crit, nice. Nice. 13 AP nur. Aber Level 12, nice. Okay. Okay. Kurz hier nachgucken. Oh, da ist eine Kiste. Kleiner Goldklumpen. Da ist ein Stempel. Wenn ich das sehe, kriege ich Lust drauf, einfach wild drauf loszustempeln. Skull, du bist echt ein richtiges Höhlenmenschenkind. Er hat gesagt, wir sollen alles, wir sollen außer nach der Blume auch danach suchen. Dann stempeln wir mal das ab, okay? Ja. Nice, eine Marke. Ich würde gerne wieder hoch. Kurz speichern. Ich hätte runtergehen sollen, egal. Weil ich will speichern. Obwohl, lol, hier ist auch ein Stempel. Nice. Kurz hoch. Ich will eigentlich ganz nach oben und speichern. Und noch einer. Lul. Ja. Wir gehen mal ganz kurz hoch. Oh, da ist die Kiste. Weil. Und. Alles wieder rußig. Weil ich will mal kurz. Ich will was testen. Ja. Hier ist nichts. Fuck you. Nö. Hoch. Da endlich. Speichern. Perfekt. Ich wollte speichern, denn dann starte ich kurz neu. Und hoffe, dass ich die DLCs kriege. Nein, nein, nein. System. Zum Titelbildschirm. Ja. Mach dann vorher auch eine Pause. Und bin dann gleich wieder da. Oder, naja, später.